Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Episode und Ausgabe von Landwirtschaftssimulator 22. Ich habe etwas Freudiges zu berichten. Meine neue Tastatur ist gestern gekommen. Heute. Und sie ist toll. Jetzt muss ich hier echt warten, bis die Dings hier voll ist, ne? Gut. Na gut. So, in der letzten Folge, genau, haben wir uns hier eine neue Landmaschine gekauft. Nämlich hier den tollen Traktor. Und zwar für 44.000 statt 100.000. Im Gebrauchtmarkt war der günstig zu erstehen. So, Wasser ist noch drin. Raps haben wir ja angepflanzt. Da hinten das Feld wollten wir ja Soja hinmachen. Und dann haben wir uns hier noch die neue Saatmaschine gegönnt. Ja. Kann man da eigentlich hochgehen? Oh ja. Oh. Das Ding ist auch schon voll. Wir haben uns hier den neuen Hänger gegönnt, den größeren. Er hat jetzt doppelt so viel Fassungsvermögen wie der Rest. Ach, siehste, hier sind meine restlichen Rapstonnen. So, das Feld hier ist mit Gerste angepflanzt. Das ist ja auch fertig. So, den Gabelstapler brauchen wir nicht. Ich habe dann hier auch nach der Folge noch fix diese Garage hier platziert. Einfach, weil ich wollte, dass die Traktoren jetzt nur endlich mal einen Platz haben, wo sie stehen können. Ansonsten müssen wir uns dann hier mal reinsetzen. Müssen wir den Motor anmachen. Und dann fahren wir hier mal raus. Und gucken mal, was wir noch so... Wir fahren hier wie immer übers Feld. Wir sind ein Traktor. Was wir noch hinten am Shop stehen haben. So, dann haben wir uns auch, glaube ich, noch eine neue Walze gekauft. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wenn da noch was steht, ich weiß es nicht. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Jetzt bin ich hier in der Tat umsonst hier gefahren, Leute. Wo bin ich? Gut. Gut, wir haben ja noch 12.000. Wir könnten ja eigentlich mal gucken, was wir eventuell noch gebrauchen könnten. Ich würde auch gerne mal Kartoffeln anbauen. Aber das Ding kannst du dir halt auch nicht leisten. Aber du kannst ja hier solche Hänger kaufen. Guck mal. 3 Meter Arbeitsbreite. Das macht bestimmt Spaß. Mit der Sämaschine können Früchte wie Weizen, Raps oder Gerste gesät werden. Aha. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine Sämaschine oder was? Ja. So, entfernt das Kraut bevor Kartoffeln. Man muss erst noch das Kraut entfernen. Ach du Scheiße. Dieser Roder gräbt die Kartoffeln direkt aus dem Boden. Die Maschine kann erst nach dem Kraut schlagen. Okay. Also. Kannst du auch das Ding kaufen? Ob du nur das hier kaufst oder das hier? Achso, das Ding hat nur 1,8. Das hat auch 1,8. Und das hat 3,2. Ja, geil. 1,8 oder was? Und er hier hat... Ja, wie breit ist er? Ist auch nicht wirklich viel breiter, oder? Alter, die Karre, ey. Das ist ja Wahnsinn. Und wie... Lagert sich das dann hier drin oder was? Ja, 22.000. Das ist natürlich so Kartoffeln. Das habe ich auch noch nie gemacht. Hier Baumwolle habe ich in einem alten Spielstand privat mal angebaut. Das ist mehr. Naja. Wolle. So. Ach so. Meine... Eine Tastatur hat eine Makro-Tastenbelegung. Jetzt weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist nur einmal, wenn ich die Taste drücke. Die
regulär. Anwendung. Makro 1. Aufzeichnen. Ach ne, hier Tastendruck. Ups. Gib es an. Was ist denn hier? GPS kalibrieren. LS 21. Sehr schön. Ups. Gut. Gut, sehr schön. Ich hoffe, es ist nur eins. Also das ist, wie gesagt, das ist echt nervig. So, der hat 6 Meter Arbeitsbreite, der auch. Der kostet halt oft das Doppelte. Ist halt Wahnsinn. Und eigentlich ist er schlechter. Ja. Naja. Hier ist noch ein Radlader im Angebot und hier was fürs Holz. Ja, wir müssen uns jetzt überlegen, was wir so... Achso, ich wollte ja noch weiter gucken, was es hier noch so gibt. Ansonsten... Die Traubenindustrie wird nach der Ernte benutzt, um die Reben für das nächste Jahr vorzubereiten. Okay. Aber wie ernte ich denn die ab? Traubentechnik hier. Erntemaschinen können die angegebenen Fruchtarten geerntet werden. Nur mit der Karre. Gut, das ist natürlich klar. Und wie mache ich ein Traubenfeld? Das war doch hier, ne? Im Baummodus, oder? Das sind Baumsetzlinge hier. Hä? Wo war denn nur das? Also ich bin gerade echt, ich bin gerade wirklich überfragt, weil also hier die großen Felder bewirtschaftet man anscheinend nur mit so. Also irgendwie. Rohrschneider wird nach der Ernte benutzt, um die Reben fürs nächste Jahr vor. Oliven und Trauben, ja, das ist ja alles richtig, aber...
Ups. Aber irgendwie muss ich doch die Trauben setzen können. Also das ging ja irgendwie. Und ich dachte eigentlich, ich war das letzte Mal im Baumodus, deswegen. Das war im Baumodus. Ich sag euch, das war im Baumodus. Hier Plantagen. Traubenreben werden in Reihen gepflanzt und müssen gegrubbert, gedüngt und gemulcht werden, um den vollen Ertrag zu erhalten. Ihm ist ebenfalls nach dem Ernten wieder zurückgeschnitten werden. Werden in Reihen gepflanzt und müssen gegrubbert werden. So, wenn ich doch jetzt aber hier das hier hinstelle, wie soll ich denn das grubbern? Ach, wahrscheinlich muss ich dann das vorher machen. Ja gut. Gut, hier kann ich jetzt hier gerade halt auch echt nichts machen, gell? Doch, ich kann was machen. Ich kann in der Tat was tun. Ich kann was tun. Ich kann gucken, was unser Stroh aktuell gibt. Weil wir haben Dezember. Einen besseren Preis für unser Stroh werden wir nicht bekommen. Ja. Genau. Das klingt doch lukrativ. Auf geht's. Modo an. So, dann holen wir mal unseren Hänger ab. So, wir müssen auf jeden Fall aufs. Aufs Biomasse oder Viehhandel, das ist ja nicht egal. Viehhandel ist hier. Und hier ist das Biomassekraftwerk, also nehmen wir wohl das Hubala. Das den Viehhandel. Der Viehhandel wird jetzt unser Stroh abkaufen. So. Hier haben wir noch ein bisschen was übrig. Sehr schön, 26.800 Liter. Also ich muss jetzt hier ein bisschen mit dem Lenken aufpassen, weil da ist etwas länger. Oha. Jetzt gar nicht, ob das jetzt hier ein offizieller Weg ist, der da lang führt. Oder ob das nur ein Feldweg ist hier. Aber das werden wir gleich sehen. So, 26.000 Liter. Da lässt sich eventuell doch was mit anfangen. So, warte mal. Kann ich hier lang fahren? Ja, dann
muss ich das Feld trotzdem umfahren. Okay, das ist in der Tat, dann ist in der Tat hier, dann ist in der Tat. Dann ist doch in der Tat das Biomasseheizwerk wohl das Bessere. Wahrscheinlich, weil es hier halt einfach. Traubenverarbeitungsanlage gibt es. Also hier ist das Biomasseheizkraftwerk. Nee, also das ist wirklich hier, der Tierhandel ist in der Tat die bessere Wahl. Wir fahren ja trotzdem den Feldweg rein. Dann behindern wir nämlich nicht den Verkehr. Der andere Traktor fährt halt eben nur 33, aber das macht nichts. Wie gesagt, er soll schon auf die Felder, während der Traktor hier noch damit beschäftigt ist, die Ernte einzufahren. Beziehungsweise soll der andere die Ernte einfahren, während er hier damit beschäftigt ist, zum Beispiel zu säen, weil das kann der neue nicht. Warte mal, hier unten ist ein Kabel. Mir gerade nicht zurecht. Alter Schwede, ey. Wie kann ich denn nur als Kabel so penetrant sein? So, jetzt. Das Kabel von der neuen Tastatur ist da noch ein bisschen störrisch. Oha, hubala, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja, die sollen sich halt eben abwechseln in der Feldarbeit. Ne? Das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch so kommuniziert, dass der eine halt eben da wirklich für die Ernte da ist, beziehungsweise jetzt kann ich ja auch zwei Felder dann quasi bewirtschaften, zeitgleich. Ja. Was das Ganze natürlich noch ein bisschen lukrativer macht, wodurch ich jetzt zum Beispiel auch in die Grasproduktion einsteigen könnte. Lass mal hier gucken. Allgemeines. Du musst dich um die Tiere kümmern. Was ist das hier? Aha, hier ist ein Tiermenü. Alles klar. Ach ne, ich hab. Das wird ja direkt markiert, wo man das hinkippen muss. Entschuldigung. War gerade etwas irritiert. Das muss hier rein, oder was? Ja, ach so, da war ja der Ort zum Überladen schon, hat er mir angezeigt. So, dann machen wir hier die Abkippseite. Ich habe hier nur eine Abkippseite und das ist nach rechts. Das ist interessant. Gut, aber so kommt natürlich auch alles raus, gell? Aber das geht aber fix. So, 3850. Na gut. Das ist immerhin etwas. Das ist natürlich nicht viel, gut für 26k ist das eigentlich nichts. Ich glaube, das macht nicht so richtig Sinn, das zu verkaufen. Das ist da wohl besser als Einstreu zu nehmen. Also damit machen wir wirklich keinen Gewinn. Also Gewinn schon, weil das ist im Endeffekt ja eigentlich Abfall. Ja. Die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn ich mir das hier reinkippen lasse, um es dann wieder auszukippen? Einfach nur auf dem Feld, ist das Stroh dann weg oder liegt es dann da rum? Könnte ich das dann quasi mit der Ballenpresse machen? Dann könnte ich es mit der Ballenpresse, dann könnte ich mit der Ballenpresse mieten. Und da zum Beispiel gleich Silageballen draus machen, die kann ich mir auf den Hof legen. Die kann ich verkaufen. Das gibt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Nehme ich mal an.
Denke ich mal. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Lage kannst du auf jeden Fall auch verkaufen. Na gut, Freunde, aber die Zeit ist halt auch echt schon wieder um. Das tut mir echt leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht ihn euch schön, egal wie ihr bisher war. Ich hoffe, ihr habt dann schon Feierabend, wenn ihr das jetzt seht und müsst nicht noch, wie ich. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch gerne, was macht er hier? Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da auf dem Kanal, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bleibt mir gewogen. Bleibt gesund. Und haut da rein. Macht das gut. Ciao, tschüss. Ich bin raus. Euer Hemmert.